Es war einmal an einem verschneiten Tag zwei Brüder. Die beiden spielten für ihr Leben gerne Fußball, doch das Wetter und ihre Mutter ließen nicht zu, dass sie draußen spielen konnten. Aber anstatt, dass sie sich ihre Vor-Nikolaus-Laune verderben ließen, beschlossen sie im Haus zu spielen. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Als einer der beiden den Ball dem anderen zuspielen wollte, flog dieser in einem hohen Bogen auf das Erbstück ihrer Mutter zu. Mit einem lauten Knall, der in den Ohren der Brüder nachhallte, zerbrach die Vase in tausend Teile. Durch den lauten Knall wachte die Mutter der Jungen auf. In Windeseile kam sie die Treppe hinuntergerannt. In ihrer Wut beschimpfte sie nur den jüngeren Bruder, schließlich stand er am nächsten beim Ort des Verbrechens. Doch sie wusste nicht, dass der fatale und entscheidende Schuss von ihrem ältesten Sohn kam. So wünschte sie sich in ihrer Wut heraus, dass er bestraft werden sollte, und ihr Wunsch wurde wahr. Der kleinere Bruder landete auf der schwarzen Liste des Nikolaus. Mitten in der Nacht, als alle im Haus bereits schliefen, kam der Nikolaus und befüllte die Stiefel der Jungen. Am Nikolausmorgen wachten die Jungen voller Vorfreude auf ihre befüllten Stiefel auf. Doch als die Jungen unten vor ihren Stiefeln standen, erlosch die Vorfreude in den Augen des Jüngeren. In dem Stiefel des älteren Bruders befanden sich Süßigkeiten allerlei und in seinem fand er nur eine Rute vor. Niedergeschlagen begab sich der jüngere Bruder in sein Zimmer. Doch auch die Freude des älteren Bruders verflog, denn das Leid und die Ungerechtigkeit, die er seinem Bruder angetan hatte, plagten ihn. Und so entschied er, dies wieder gut zu machen. Er nahm die Hälfte seiner Süßigkeiten und legte sie liebevoll in den Stiefel seines Bruders. Als der jüngere Bruder am Abend zum Essen die Treppe hinunterkam und seinen befüllten Stiefel in den Händen seines Bruders sah, füllten sich seine Augen mit Tränen der Freude. Nun war auch sein Stiefel gefüllt.